Einen der größten Feuereinsätze hatte die New Jersey am 22. Februar 1969, als sie um 1.06 Uhr einen Notruf von einem Marineaußenposten erreichte. 20 Marines waren in Gefahr, von nordvietnamesischen Truppen überrannt zu werden. Das Schlachtschiff antwortete mit einem durch Beobachter gelenkten, über fünfstündigen, ununterbrochenen Feuer aus ihren 5-Inch-Kanonen. Am Morgen hatte sie über 1710 5-Inch-Schüsse abgegeben. Die Nordvietnamesen brachen die Attacke ab. Thank you.
Nach einer kleinen Einführung können wir die Independence Hall besichtigen. Hier wurde am 4. Juli 1776 die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten ausgearbeitet. 1787 tagte hier die verfassungsgebende Versammlung. Und beide Ereignisse machten die Halle zu einem nationalen Pilgerort. Der Bau war zwischen 1732 und 1748 als Parlamentsgebäude der Kolonie Pennsylvania errichtet worden. Freie und unabhängige Staaten haben die Aufgabe, das Wohlergehen des Volkes sicherzustellen. Eine gerechte Regierung stürzt sich auf eine geschriebene Verfassung, nicht auf die persönlichen Launen von Regierungschefs. Jegliche Macht, die die Regierung innehat, geht von denen aus, die regiert werden, und kann von diesen auch zurückgenommen werden. In diesem Raum stimmten am 4. Juli 1776 die Abgesandten der 13 Kolonien über die von Thomas Jefferson entworfene Declaration of Independence ab. Nach ihrer öffentlichen Verkündigung am 8. Juli wurde sie hier am 2. August unterzeichnet. 1787 trafen sich hier erneut Abgesandte, um die Verfassung auszuarbeiten. Das Liberty Bell Center steht an der Stelle, wo das Wohnhaus der ersten beiden Präsidenten, George Washington und John Adams, stand. Die Glocke ist das wohl am meisten verehrteste Freiheitssymbol der Welt. Sie wurde in England gegossen und kam 1752 nach Philadelphia. Auf der Glocke ist ein Zitat aus dem dritten Buch Mose eingraviert: Verkündet die Unabhängigkeit im ganzen Land allen Bewohnern. Am 8. Juli 1776 begleitete ihr Geläut die erste öffentliche Verlesung der Unabhängigkeitserklärung. 1835 sprang die Glocke während der Beisetzungsfeierlichkeiten vom obersten Bundesrichter John Marshall erneut und ist seither verstummt. Im National Constitution Center stehen in der Signers Hall 42 lebensgroße Bronzen jener Männer, die am 17. September 1787 die Verfassung unterzeichnet haben. Auf dem Christ Church Burial Ground befindet sich das Grab von Benjamin Franklin.